Ihr seht nun sechs Szenen, die aus dem Film rausgeflogen sind, in chronologischer Reihenfolge. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dazu noch meinen Audiokommentar wählen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Kabrücken! Ich meine Michael. Michael, meinst du, kannst du vielleicht ganz kurz den gaußschen Algorithmus erklären? Ich blick da einfach noch nicht so ganz durch. Okay, pass auf. Du multiplizierst die komplette Reihe mit dem Faktor, den du brauchst, um hinterher beim Addieren oder Subtrahieren eine Null zu erhalten. Ja. Ist verstanden? Nee. Dirk, wenn du im Unterricht nicht aufpasst, kann ich dir nicht helfen. Echt? Tut mir leid. Oh, danke. Der Schober ist doch ein Wichser, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, hallo? Hallo? Boah, ey, na wie. Laufen zwar korrekte Frauen, aber die sind alle frigide. Ja, kannst du echt einen drauf lassen, oder? Tara Strottkötter! Können wir Sie interviewen? Was? Ein kurzes Interview. Ja. Hey, was soll das? Du bist ja nicht zu Hause, Junge. Heb gefälligst die Cola-Dose auf, sonst machst du hier nächste Woche Hofdienst. Hast du mich verstanden? So, mach das nicht normal. Hörst du? Wenn hier jeder seinen Müll auf den Boden rumschmeißen will, was glaubst du, was dann hier los ist? Wie das hier aussieht? Aber... Nichts aber. Du bist hier nicht zu Hause, du. Hey, zum Glück sind wir nicht mehr in der 5. Ja. Fuck. Warum geben Sie mir eigentlich immer eine 4+? Ist es bis zur 3- wirklich noch so weit? Wieso? 4+ ist doch eine schöne Note. 3- klingt aber bedeutend besser. Liest ja deine Begründung durch, dann weißt du's. Du kriegst immer eine 4+, weil du immer denselben Fehler machst. Du bist einfach zu oberflächlich. Du schneidest alles nur an. Ja, wie Sie das so sagen, klingt das ja, als wäre die Klausur eine 6. Nein, so schlimm ist es auch wieder nicht. Du hast ja auch einige ganz schöne Ansätze und Ideen formuliert. Wenn du zum Beispiel schreibst, dass Solas naturalistischer Schreibstil die ehrlichste Erzählform in der gesamten Literatur ist. Tja, aber dann hört es auch schon wieder auf. Wenn du das änderst, wenn du dich in die Richtung weiterentwickelst, dann bin ich sicher, dass du deine Abiturklausur 3- schreibst. Vielen Dank, Frau Jung. Jetzt komm schon, Steven. Dichte Sohn. Komm. Scheiße, das habe ich echt schon wieder gekifft. Ich wollte wenigstens am Nachmittag noch ein bisschen lernen. Was musst du denn nur lernen? Fürs Abi, Steven. Ach so. Also ich muss mich nochmal bei dir bedanken, weil wenn ich die Zulassung kriege, dann nur, weil du mir geholfen hast. Ist okay, ist schon gut. Bist du denn noch gut nach Hause gekommen? Ja, ja. Ja? Hm? Gut. Wollen wir da mal so langsam? Jetzt schon? Ja, ich meine, so viel kann man ja nicht machen. Also, hast du Spiele für den? Für den PC? Ja, klar. Wow. Also was ist das? Gehen wir rein? Ja, mach mal halblang. Du musst mir erst mal hübsch machen für die kleinen Ladies. Leute, das ist hier übrigens eine... Ich habe zum ersten Mal sturmfrei
und lade direkt meine ganze Klasse ein Kinderparty. So was haben wir ja schon ewig nicht mehr erlebt. Na, Biel, hau rein. Ja, keine Hektik. Jetzt gehen wir rein.